Habt ihr euch schon mal überlegt, dass es ziemlich cool wäre, wenn man während so seines Büroalltags mal so einen 5-Minuten-Break hätte, das einem wirklich was bringt, das mehr bringt, wie einfach nur einen Kaffee trinken gehen, sondern das euch so richtig in eure Kraft und in eure Energie wieder reinbringt. Und so eine Meditation als kleines Break zwischendurch habe ich heute für euch vorbereitet. Kann man jederzeit und überall machen. Man braucht einfach nur 5 Minuten stillen Raum und einen Stuhl. Und ich würde euch empfehlen, für diese Meditation auf einem eher härteren Stuhl zu sitzen. Wichtig wäre jetzt, dass ihr hier nicht so schön lümmelt, sondern dass ihr euch vorsetzt an die Stuhlkante, dass ihr euer Rücken, eure Wirbelsäule aufrichten könnt und dass ihr am besten die Knie ein bisschen unterhalb von eurem Becken bringt. Und damit richtet sich automatisch eure Wirbelsäule auf. Und damit habt ihr eine super coole, präsente Haltung, die sehr viel Klarheit vermittelt. Und ihr könnt euch jetzt schon mal so in diese Position reinbegeben. Wir machen jetzt wirklich eine kleine geführte Meditation und euch so ein bisschen einfühlen in diesen Platz, in der Ausgangsposition. Könnt ihr eure Hände mal auf die Oberschenkel ablegen. Euren Blick erstmal so ein bisschen vor euch ablegen. Der ruht jetzt vielleicht auf dem Schreibtisch oder vielleicht auch auf dem Boden, je nachdem, wie weit ihr wegsitzt. Und das wird so ein bisschen wie so ein Schlafzimmerblick. Ja? Die Augen sind abgelegt. Und jetzt nehmt ihr mal eure linke Hand und bringt mal die Handfläche nach oben. Und dann schau doch mal mit deinem Blick auf deine linke Handfläche. Und einfach einmal nur wahrnehmen, nur sehen. Nur die Handfläche betrachten. Der Blick bleibt auf der Handfläche. Ihr müsst keinen speziellen Punkt fixieren, aber ihr seid mit der ganzen Aufmerksamkeit bei eurer Handfläche. Nur sehen. Nur die Handfläche betrachten. Alle Aufmerksamkeit sind auf der linken Handfläche. Und dann schließe mal die Augen. Jetzt kannst du mal dir die Handfläche vorstellen und einfach mal in diese Handfläche hineinspüren. Dann öffne den Blick wieder ein bisschen, wieder so auf Schlafzimmerstellung. Und jetzt nimm mal die rechte Handfläche und bring sie der Handfläche nach oben. Und jetzt wandere mit deinem Blick auf deine rechte Handfläche. Nur die rechte Handfläche betrachten. Nur die rechte Hand wahrnehmen. Sehr konzentriert sein. Alle Aufmerksamkeit auf der rechten Handfläche. Und jetzt schließe mal wieder die Augen und stell dir die rechte Handfläche vor und spür einmal in deine rechte Handfläche hinein.
Nur wahrnehmen. Und jetzt bring die rechte Hand, führe die rechte Hand zu deinem Unterbauch und lege sie unterhalb deines Bauchnabels ab und die linke Hand darüber. Jetzt ruhen die Hände auf dem Unterbauch. Und auch jetzt gilt wieder nur wahrnehmen, nur den Kontakt der Hände auf dem Unterbauch wahrnehmen. Und vielleicht kannst du jetzt spüren, wie dein Atem fließt, wie sich dein Unterbauch hebt und senkt. Und wie durch die Handflächen nochmal ganz viel Energie fließen kann. Und jetzt kannst du ein paar Atemzüge oder wie lange auch immer du möchtest in dieser Position verweilen. Nur die Hände auf dem Unterbauch spüren. Dann kannst du die Augen wieder ganz leicht öffnen. Der Blick ruht wieder auf dem Schreibtisch oder auf dem Boden. Und an der Stelle kannst du vielleicht mal den einen oder anderen tieferen Atemzug nehmen. Mal ganz bewusst ein- und ganz bewusst ausatmen. Und dann wieder so auch ganz anzukommen, da jetzt in dem Raum wieder so ganz anzukommen in dem Alltag. Und die Meditation ist nicht nur als kleines Break gut geeignet, sondern auch dann besonders gut, wenn eure Gedanken so ein bisschen Purzelbaum spielen und sich einfach nicht fokussieren wollen. Nämlich durch diese Konzentration auf die Handflächen, auf den Bauch, auf die Berührung mit dem Unterbauch könnt ihr euch ganz, ganz schön zentrieren und fokussieren. Und wenn ihr noch mehr so schöne Meditationen mitmachen wollt, dann habe ich einige auf meinem Kanal und schaut doch einfach rein.